Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 1954 Alcatraz. Wir sind mit der guten Christine gerade essen gegangen, aber nicht gemütlich allein oder vielleicht sogar mit unserem Schatz, der noch auf Alcatraz sitzt. Nein, sondern mit dem Polizisten-Krassi-Museum oder wie auch immer heißt. Keine Krassi, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier im Restaurant und ja, werden ein bisschen mit ihm sprechen, denn wir haben noch wirklich viel zu tun. Wir müssen noch einiges klären, einiges rausfinden. Wir müssen unter anderem das Radio holen. Da müssen wir aber erstmal beweisen, dass wir wirklich so Jazz-Fans sind und so weiter. Wir müssen noch wegen dieser Druckerpresse das klären mit der Asiatin. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Joe sitzt immer noch im Loch. Also da haben wir auch noch wirklich viel Klärungsbedarf und sowieso ganz viel zu tun. Wir machen aber alles Step by Step, alles nach der Reihe und schauen, wie es am besten passt. Wann was kommt, wie wir was lösen. Jetzt reden wir erstmal mit dem Detective und probieren uns ein bisschen aus der Affäre zu ziehen, sozusagen. Du weißt, dass Joe dich betrogen hat. Hat er das? Wir Beats sehen das nicht so eng. Leg keinen Kopf an, wenn du es nicht kannst. Darauf verabreden sie sich. Lady Cops? Machen wir erstmal ein bisschen Smalltalk, wie immer. Warum verabreden Sie sich nicht mal mit ein paar Lady-Cops? Alles Lesben. Oh, Sie mussten das jetzt sagen, richtig? Pff, was wissen Sie über den Überfall in den Geldtransporter? Was wissen Sie über den Überfall auf den Geldtransporter? Christine, er ist schuldig, versteh das doch. Er wurde vor Gericht verurteilt. Was wissen Sie über den Überfall auf den Geldtransporter? Der sagt vielleicht was Christine, anderes. Er ist schuldig, versteh das doch. Er wurde vor Gericht verurteilt. Ja, okay. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Wenn ich das mit heimnehme, sabber ich es nur die ganze Nacht voll. Also wenn das Schild mit nach Hause... Achso, wer das einstecken soll. Wir kommen wieder an North Beach. Das war's wohl jetzt. Das ist einfach bloß dieses kleine Gespräch. Mein Italienisch ist nicht das Beste. Kein Wort darüber an Nonna. La Roma. Ganz schwer. Ganz schwer. Okay, North Beach. Noch zur Auswahl. Haben wir denn jetzt nur irgendwas, was wir... Kleine Nachricht von Mr. Sick. Okay, wir könnten jetzt wechseln. Aber hier kann man kein Zeug dabei, weil das Zeug ist ja alles weg. Wir müssen unser Zeug irgendwie wiederbekommen. Weil der Detective hat ja jetzt unser Zeug praktisch uns abgenommen. Und das ist natürlich ziemlich blöd, weil das brauchen wir halt einfach. Aber hier können wir nichts mehr machen, ne? Speisekarte haben wir bloß. Zack, zack, zack. Detective haben wir schon geredet. La Roma haben wir auch schon. Okay. Was? Foto von Brauche ich nicht. Waren Sie jemals auf einer Vernissage, Detective? Hab noch ein Tuch über vom Flur streichen. Sind überall Flecken drauf. Zählt das schon als moderne Kunst? Alles nur Kleckse und Geschmiere. Ich habe selbst mal gemalt. Okay. Ich hatte schon genug. Ich muss meine Zunge unter Kontrolle behalten. Dann ist vielleicht erstmal was. Ich werde meinen Arm nicht über den Tisch strecken. Grassi würde sofort danach greifen. Okay. Sagt jetzt noch was anderes? Das habe ich seit Jahren nicht mehr gegessen. Okay, sind wir noch bei denselben Aussagen? Also, aha. Haben Sie das Foto im Fenster gesehen? Ja, die große Eröffnung 1907. Mein Großvater war damals schon Polizist. Hatte einen riesigen Schnauzer. Seit drei Generationen bekommen wir hier schon gratis Essen. Okay. Das ist ja cool. Für euch. Galerieflyer haben wir alles schon. So. Jetzt gucken wir nochmal nach. Fotos haben wir schon. Okay, also habe ich wirklich alles schon gefunden. Ich gucke ja zum Schluss dann gerne mal nach, dass man wirklich gar nichts am Ende vergessen, aber probiere natürlich möglichst erstmal alles allein zu schaffen. Und jetzt sind wir schon soweit. Ich probiere jetzt noch mal einmal kurz Detective so gut habe ich seit Jahren anzusprechen. Wenn es immer noch selber sagt, dann gehen wir erstmal zurück zu North Beach. Was wissen Sie über den Überfall auf den Geldtransporter? Christine, Alles klar. Alles klar. Dann würde ich sagen, erstmal North Beach. Ich habe immer noch meine Sachen. Ich will sie endlich zurück. Sicher. Hier.
Ach, jetzt danke geht's. Danke fürs Zahlen. Nicht so schnell. Es gibt noch Nachspeise. Ich muss los. Leute ausrauben, Eigentum stehlen. Sie wissen schon. Alles klar, super. Okay, wir haben jetzt unsere Sachen wieder. Sehr gut. Müssten einfach nur gehen. Alcatraz Pier. Wo waren wir denn? Schengelpin? Wir wissen es gar nicht. Jetzt Detective Krassis Büro. Da sitzt der jetzt wahrscheinlich dann drinnen. Mickey ist die Oper. Da waren wir ja. Da müssen wir aber das Radio irgendwie beweisen, dass wir irgendwie jazzmäßig unterwegs sind. Ich gehe jetzt Café Napoli. Gehen wir ins Café. Zeit für einen Kaffee. Gehen wir mal zum Café Napoli. Und schau mal, was dort so abgeht. Alles systematisch absuchen. Hier waren wir ja schon bei dem Typen, gemütlich. Genau. Gemütlich. Ich was wollte dich was fragen. Ohne meinen Velo kann ich nicht sprechen. Ich habe schon 3 Nächte nicht geschlafen. Tut mir leid, Sutter. Ich hab nichts. Du hast doch immer was gebunkert. Das stimmt nämlich gar nicht. Wir haben nämlich was. Jetzt haben wir unsere Sachen wieder. Und das Velo, das hat die Polizei komischerweise nicht beschlagnahmt, ne? Hallo? Bitte schön. Oh, du bist ein Engel. Jetzt schuldest du mir ein Gedicht. Meine Heroin, danke für das Zeug. Hat Joe bei dir was für mich hinterlassen? Ich kann nicht klar denken. Ich bin wach, aber mein Herz ist gebrochen. Mein Freund hat mich verlassen. Jetzt schläft er im Park. Wahrscheinlich mit den Matrosen im Gebüsch. Woran arbeitest du? Wieder so ein schmutziger Roman für du weißt wen. Ich könnte ein paar neue Anekdoten gebrauchen, wenn du welche hast. Sorry, nichts Spannendes passiert. Zu schade. Hast du was für mein Magazin? Nächsten Monat ist Deadline. Nimm das hier. Es bedeutet mir nichts mehr. Was haben wir jetzt bekommen? Genug geredet. Lieblingsgedicht. Nee. Okay. Können wir mit dem wieder reden? Nee, okay. Schau mich noch ein bisschen um. Den hier wollten wir eigentlich auch rein. Ich lass es lieber. Sonst bekomme ich noch Hausverbot. Ich kann sie nicht berühren. Es sind nur Fotos. Nur Klamotten und Notizbücher. Okay. Immer der gleiche alte Kram. Hier müsste noch irgendwas sein. Manuskript von Ivan Campfield. Wie konnte ich das hier nur liegen lassen? Na cool. Evan Campfield ist der Autor in der Gegend. Alle meine Freunde haben dieses Ding gelesen. Frag mich immer noch, wie Joe da rangekommen ist. Soweit ich weiß, ist Evan Campfield vor einer ganzen Weile verschwunden. Aha. Interessant, ich weiß überhaupt noch nicht, was wir damit machen können. Aber es ist auf jeden Fall mal schon mal schön zu wissen, dass wir jetzt noch wieder was Neues auf Tasche haben. Ich lasse es lieber. Sonst bekomme ich noch Hausverbot. Okay, wir checken erstmal alles nach. Okay, Bilder haben wir gesehen, Tasche haben wir gesehen. Dale haben wir den. Achso, hier. Die ging ja vor uns gar nicht richtig anzusprechen. Dale! Baby! Auf nach Mexiko! Spaß! Was? Nein! Der ich werde Spaß. Niemals die Stadt verlassen. Wie läuft's mit deinem Roman? Hat Julia damals was gegeben? Ich mach wieder immer erstmal Smalltalk. Wie läuft's mit deinem Roman? Das interessiert dich doch gar nicht. Doch, tut es. Setz dich endlich hin und schreib ihn zu Ende. Ich weiß, ich weiß. Ich hab einfach sehr viel zu tun. Ich hab da diesen Job in Bakersfield. Ivy nervt mich wegen dem Unterhalt für die Kinder. Außerdem besorge ich's gerade dieser verrückten Blonden, ihrer Alten und ihrer Oma. Du hast ein echt hartes Leben, Dale. Applaus, meiner, da bist du echt krass drauf. Hat Joe dir damals was gegeben? Können wir uns irgendwo unterhalten, wo es ruhiger ist? Keine Zeit. Lass uns zu dir gehen. Nur eine Nacht. Nee. Nee.
Ich habe dazu nichts weiter zu sagen. Okay. Also haben wir jetzt hier alles durch. Dann würde ich sagen, wir switchen erstmal wieder die Location und haben ja schon zwei Sachen auf Tasche. Wo ich zwar nicht weiß, warum wir die haben, wozu wir die brauchen, aber wir haben zwei wieder. Okay, hier ist ja Mickeys, da möchte ich ja eigentlich nicht hin. Detective Krassis Büro, Viv's Apartment waren wir auch schon. Das ist unser Apartment, waren wir auch schon. Washington Square Park. Vielleicht können wir da irgendwie den Typen, seinen Kumpel da irgendwie finden, von dem Sutter hier oder keine Ahnung. Wir gucken uns einfach erstmal jede Location nach für nach, Stück für Stück erstmal an. Und schauen mal weiter. Und da ist Detective Krassi. Was will der denn hier? Nein, danke. Matty? Da drüben ist ein Bulle. Komm her und sorg dafür, dass ich hetero aussehe. 50er Jahre. Hast du den Bullen gesehen? Kann ich reden, solange die Uniform da rumsteht. Okay, wir müssen irgendwie Krassi hier wegbringen. Es gibt da ein kleines Problem. Worum geht's? Nichts. Meine Freunde fühlen sich von ihnen eingeschüchtert. Nachts sind eine Menge Triebtäter auf den Straßen. Okay, reden wir erstmal mit König der Straßen. Ich kann ihn nie verstehen, wenn er nüchtern ist. Wisst ihr, gerade sagt er noch, ich kann nicht reden, wenn die Uniform da rumsteht. Und jetzt, wo er weg ist... Hä? Matty. So, hast du damals irgendwas von dir gehört? Erstmal, wo ist dein Liebster? Wo ist dein Liebster? Weiß nicht. Versuch's im Café. Ja, da waren wir ja schon. Was ist mit dir und Sutter? Er ist alt. Er hat graue Schamhaare. Was? Er benutzt mich als Inspiration. Aber er hilft mir nie mit meinen eigenen Gedichten. Mit 16 war ich noch ein glänzender Dichter. Jetzt bin ich nur noch ausgebrannt. Du denkst also, Sutter liebt dich nicht wirklich? Er liebt mich nur für meine Jugend. Aber bald werde ich auch alt sein. Ach, komm schon. Mein Gott, Miss Nervensäge. Lass mich doch in Ruhe. Du kannst das nicht verstehen. Oh, ich denke schon. Sutter muss dir einfach nur zeigen, was er wirklich für dich empfindet. Hat Joe damals irgendwas bei dir gelassen, bevor er eingelocht wurde? Er hat Sutter was gegeben. Das Manuskript. Okay, haben wir schon alles? Lass uns später weiterreden. Weil das Manuskript haben wir ja schon und wir haben auch ein Gedicht. Das ist das Manuskript, vielleicht meint ihr das? Liebesgedicht vielleicht? Hallo? Ein Liebesgedicht von Sutter. Schau's dir doch mal an. Gefühle festgehalten auf einer Serviette. Wirklich? Das ist seine bisher beste Arbeit. Er findet immer die richtigen Worte. I'm the love doctor. Er liebt dich noch immer. Verstehst du? Bis er stirbt. Noch ist er nicht tot. Müssen wir alle. Mein Gott, was braucht ihr Typen denn noch zum Glück? Diese Kerle. Hä, Praline? So, war's das jetzt noch was? Denk nicht an morgen. Denk an jetzt. In 5 Jahren kommt der Atomkrieg. Ich sehe doch, was mit seiner Haut passiert. Seine Hände sind wie Klauen. Und es wird immer schlimmer. Bis er stirbt. Noch ist er nicht tot. Okay, vielleicht war die Atomkrieg-Analogie ein wenig daneben. Ich bin sicher, ich krieg ein besseres Symbol für schwindende Schönheit hin. Okay. Lass uns später weiterreden. Jetzt kopieren wir es nochmal beim König, ob der jetzt mittlerweile hier ein bisschen fresh ist. Ich kann ihn nie verstehen, wenn er nüchtern ist. Okay, das ist schon mal im Park. Was ist hier? St. Peter and Paul Church.
North Beach, König der Straßen, Matty, haben wir ja schon gehabt. Es ist auf jeden Fall interessant, dass wir uns schon mal hier fügen. Ich habe überhaupt keinen Plan, was hier noch alles passiert, wozu wir das brauchen, was das mal in der Skripte bedeuten hat, aber wir werden es früher oder später rauskriegen, jetzt erstmal Sammelarbeit angesehen. Und ich könnte eigentlich auch mal wieder rüber switchen zu Joe, aber ich glaube, das bringt nicht, weil er ja nach und vor im Loch sitzt und wird dann nicht rausgekommen sein, dass wir vielleicht erstmal irgendwie schauen müssen, dass wir mit Christine noch irgendwas finden hier. Ja? Okay. St. Peter's Port Church, ich glaube, da gehen wir auch hin, ne? Ach, oh, das habe ich natürlich vorher nicht gesehen. Ich dachte, wir sind jetzt schon durch. Hallo, Jungs. Willst du mitmachen? Nee, muss arbeiten. Viel Spaß noch. Und passt auf die Bullen auf. So, wir haben alles gefunden, also gehen wir jetzt das zur Kirche. Das Kreuz hätte ich gern. Ich liebe Gold. Ich habe erst gelesen, ich liebe Gott. Das Kreuz hätte ich gern. Ja, war es das schon, oder was? Ich liebe Gold. So, dann haben wir ja alles. Schon entdeckt, obwohl dieser Typ... Ich kann ihn nicht verstehen. Jetzt gerne noch ein bisschen mit dem gequatscht. Okay, also hier passiert geht erstmal nicht mehr im Park. Wir haben erstmal wieder die beiden so halbwegs zusammengeführt. Das Pärchen hier, so ein bisschen zumindest, der Love Doctor. Aber mal gucken, was uns jetzt gebracht hat hier, die Information. Okay, wenn wir zuerst in den Park gegangen wären, bevor wir bei Sutter waren, dann hätte es auf jeden Fall Sinn ergeben. Weil da hätten wir ein bisschen mehr gewusst schon darüber jetzt. Also dann hätten wir... Hätte er uns, das wäre praktisch so die Erläuterung gewesen, gehen wir ins Café. Aber wir können ja hier random entscheiden, wo und wann wir wo wie hingehen. Und St. Peters und Paul Kirche können wir direkt noch hin. Okay, dann gehen wir da mal noch hin. Und können wir vielleicht mit dem Pfarrer oder sowas reden, ich weiß es nicht. Was genau hier los ist. Hier draußen noch irgendwas, was man vielleicht sich anschauen könnte? Nein, ne? Okay, dann gehen wir mal rein. Ins Kirchentor. Abgeschlossen. Aber du hast doch, wie immer, was dabei. Eine Haarklammer noch, wir müssen dann bald mal eine neue finden. Ich weiß ja nicht, was ich mir jetzt zu finden erhoffe in der Kirche. Ich habe keine Ahnung. Ich klappe jetzt einfach mal alle Orte ab, die wir besuchen können. In dem Spiel. Und hoffe, dass sich irgendwann wieder Sachen zusammenfügen, wie jetzt die Sache mit dem Velo. Ich dachte, ich hätte die Tür vor 5 Minuten zugemacht. Ich habe was zu beichten. Das glaube ich. Sieht irgendwie komisch aus, der Pfarrer. Das sieht ein bisschen aus wie... Gott, der unser Herz erleuchtet, schenke dir wahre Erkenntnis deiner Sünden und seiner Barmherzigkeit. Jetzt stellt euch schon mal den Pfarrer vor, ohne die weißen Haare. Da würde er aussehen wie Lord Voldemort. Ich stehe auf diesen Typen. Ich bin in ein paar Häuser eingestiegen. Ich fluche gern. Sie arbeiten mit Häftlingen, richtig? Sie arbeiten mit Häftlingen. Richtig. Auch ihre Seelen haben es verdient, gerettet zu werden. Es ist nur, ich möchte meinem Mann etwas geben. Aber die Post wird zensiert und unsere Gespräche werden immer belauscht. Ich biete den Häftlingen ihr Seelenheil an. Außerdem gebe ich dem Gefängnisdirektor regelmäßig eine Liste mit erbaulichen und angemessenen Filmen. Ich helfe bei der Zensur von Briefen und Zeitschriften. Also lesen Sie meine Briefe an Joe? Ja. Wir mussten die meisten von Ihnen zensieren. Was denken Sie über die anderen Gefangenen? Harte Fälle. Berufsverbrecher. Kaum einer will sich ändern. Ihr Ehemann hat aber noch Hoffnung. Der gibt nicht so leicht auf. Macht er nie. Er geht in die Kirche? Er verbringt gerne Zeit allein, um nachzudenken, aus dem Fenster zu sehen. Mhm. Er beginnt langsam, sein Herz zu öffnen. Ich hoffe nicht zu sehr. Ich bin immer noch hier. Irgendwie finde ich den Typen komisch, den Pfarrer. Guck den mal an. Ganz genau angucken. Irgendwie... Ah, das ist so ein kleiner Sack. Beichtet er? Er ist kein Mann vieler Worte. Ja. Er kann besser mit den Händen.
Ich stehe auf diesen Typen. Er ist... Nur weiter? Ach, was red ich da? Das geht niemanden was an. Der Sinn der Ehe ist... Jetzt kommt's. Zusammen zu leiden. Check. Müssen wir jetzt hier alles verraten? Mit offenen Armen bat er sie in sein Haus. Aber diese Finger sollten nicht zu lang werden. Man soll nie mehr nehmen, als man braucht. Okay, und jetzt noch zu guter Letzt. Ich fluche gerne. Man muss sich ja irgendwie ausdrücken können. Nur muss da nicht die ganze Stadt daran teilhaben. Danke, Vater. Und nun tue Buße, mein Kind. Erbarme dich, meiner... O Herr, denn ich habe gesündigt. Bist im Himmel. Deine Sünden seien vergeben. Geh in Frieden. Amen. Ja. Amen. Gut. Schauen wir uns hier noch kurz um. Zu hoch für Normalsterbliche. Jetzt kann sie hier noch alles mitnehmen oder entdecken. Zwischen den Bänken ist doch bestimmt irgendwas. Ich krass die Masse ab. Ich wünschte, es gäbe wirklich Engel. Aber in dieser Welt müssen wir uns wohl selbst retten. Tja. Meine Kleine. Was auch immer uns dieses Gespräch jetzt gebracht hat mit dem Pfarrer. Ich finde irgendwie, es ist ziemlich merkwürdig und irgendwie macht er einen sehr komischen Eindruck für mich, so einen ganz kuriosen irgendwie. Guck mal, was ist hier, alte Bibel. Die könnte ich gebrauchen. Sieht wertvoll aus. Okay, die werden wir vielleicht auch noch gebrauchen können. So. Können wir mit ihm noch mal reden? Ist jetzt durch alles, oder? Ich brauche ein paar Infos von Joe. Können Sie ihn was von mir fragen? Leider nicht drin. Da werden Sie wohl bis zu Ihrem nächsten monatlichen Besuch warten müssen. Einmal im Monat, oder? Möge der Herr Ihren verwirrten Verstand segnen. Sie sollten es mal mit etwas Pott versuchen. Hä? Was ist das für ein Pfarrer? So, alles entdeckt. Also... Krass. Kann ich nur sagen, krass. Ja, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ja, das war die heutige Episode von Let's Play Alcatraz 1954. Ich bin ein bisschen verwirrt von der Folge, weil wir haben ziemlich viele Sachen wieder eingesammelt. Wir haben viele Locations besucht, mit vielen Leuten geredet, aber ich kann irgendwie mit keiner Information was anfangen. Was soll dieses Manuskript sein, was wir bekommen haben? Warum sollen wir beim Pfarrer beichten und vor allen Dingen, warum ist der Pfarrer so komisch zu uns? Warum haben wir eine Bibel eingesammelt? Was ist überhaupt die Kirche überhaupt alles damit zu tun? Warum arbeitet der Pfarrer in Alcatraz und... Ist er denn eigentlich so, wie er zu sein scheint, oder steckt da irgendwas dahinter? Irgendwie finde ich sehr verwirrend, die Folge. Ich hoffe, in der nächsten bekommen wir ein bisschen mehr Klarheit. Und vor allem bringt Joe endlich aus diesem Loch da raus. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr Bock habt und nichts verpassen wollt, dann könnt ihr hier oben rechts abonnieren. Wenn euch das Ganze gefällt, könnt ihr auch einen Daumen nach oben da lassen. Das zeigt mir, dass ihr das gut findet und würde mich natürlich sehr freuen. Ja, und wenn ihr noch Bock auf ein anderes Abenteuer habt, könnt ihr unten klicken. Da kommt jetzt Jurassic Park The Game. Das ist ein anderes Spiel, was ich schon mal gespielt habe. Und wenn ihr die ganze Geschichte von vorne nochmal sehen wollt, weil ihr vielleicht jetzt erst eingeschaltet habt, dann könnt ihr da drüber klicken. Da seht ihr das ganze Abenteuer von vorne. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Alcatraz 1954. Bis dahin, Leute, und ciao.